So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's mal um meine XC, was ich damit noch anstellen werde, ob ich sie verkaufen werde. Das wird sich heute alles rausstellen, oder dann wisst ihr mal Bescheid. Hier ist noch die XC, mein allererstes Motorrad. Oh Mann, ich glaube 2012 oder 13, ich glaube eher 2013, haben wir die mal gekauft. Ja, das war eine richtige Schwarzfahrt über die letzten Feldwege. Das war schon echt, hab Bock gemacht, aber das ist halt echt übel die Dreckskarre gewesen, also wirklich relativ schnell hatte die keine Kompression mehr. Damals halt absolut keinen Plan vom Schrauben gehabt, also wirklich null Plan. Nur gefahren. Ich bin damals mit dem Heißluftföhn bin ich dran gestanden, hab den Motor heiß gemacht oder warm gemacht, damit sie anlief. Also das war schon echt, war eine lustige Zeit, aber ja, irgendwann weggestellt, lief nicht mehr. Dann habe ich mal gedacht, ich baue sie mal auseinander, guck mal, was da los ist. Wie gesagt, hatte da noch keine Ahnung davon. Seitdem steht die jetzt, glaube 5 Jahre oder so, oder 4, in der Ecke. Und heute wird sie verkauft. Ja, der letzte Tag heute. So, meine XC. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil das Ding ist schon ziemlich am Arsch jetzt mittlerweile. Durch das Enduro-Fahren, also ich zeige euch jetzt einfach mal die Nahaufnahmen. Also, es sieht echt schrecklich aus. Schwinge habe ich damals lackiert. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen zu pulvern. Also außer es irgendwelche, ich weiß nicht, wie es mit dem Pulvern ist und mit der Hitze. Ich weiß nicht, ob Pulvern hitzebeständig ist. Deswegen, aber sonst würde ich immer pulvern. Also Schwinge, Lenker, Rahmen, alles würde ich pulvern. Habe ich nicht gemacht, hatte ich keine Zeit, kein Geld. Wäre wahrscheinlich günstiger gewesen, aber ich wollte einfach nur schnell alles fertig haben. Und es sah auch echt geil aus. Ja, aber ich bin dann nur gefahren. Und irgendwann natürlich Enduro. Und so sieht es jetzt aus, das ganze Zeug. Wie man sehen kann. Die Schwinge hat gut was abbekommen. Der Kupplungsdeckel, der hatte auch schon mal bessere Zeiten. Der Kickstarter sowieso, das sieht ja richtig schlimm aus. Da brauche ich auf jeden Fall einen neuen, einen schwarz. Ja, alles mögliche. Ich habe teilweise Sachen selber lackiert, das sieht man ja, blättert alles ab. Damals hatte ich auch noch nicht wirklich viel Ahnung, da wollte ich es einfach nur schön haben. Lenker auch, also das ist so Zeug. Gabelbrücke, die habe ich lackieren lassen, die sieht eigentlich noch gut aus. Die habe ich selber lackiert, wie man sieht. Auch noch in matt, das passt natürlich nicht so. Ja, die andere Seite, die sieht noch schlimmer aus, also... Die Schwinge, die hat sich echt schon, der Lack hat sich echt schon verabschiedet. Da muss man auf jeden Fall wieder dran und das werde ich auch machen. Also Plan ist, ich habe ja echt drüber nachgedacht, sie zu verkaufen. Aber ja, ich hänge einfach so an dem Ding und hat halt auch eine Story hinter sich, die hat glaube kein anderes Moped. Und das ist eigentlich schon so ein Grund, warum ich sie nicht verkaufen will. Und ich würde sie ja auch gern wieder mit A, wenn ich den A habe, würde ich sie fahren auf der Straße. Aber ich will eigentlich trotzdem eine 300er XC. Also mal gucken, wie ich das machen werde. Aber ich werde sie auf jeden Fall nicht verkaufen, sage ich jetzt schon mal. Die wird komplett, wirklich komplett von Anfang bis Ende wieder schön gemacht, hergerichtet. Also da wird wieder alles auseinandergeschraubt. Diesmal professionell und ein bisschen schöner. Also da wird die wird komplett wird die neu gemacht. Also da wird alles gepulvert, was überhaupt nur geht. Motor wird komplett gemacht, den mache ich dann selber. Bloß schalt die Frage, wieder so eine Geldsache. Also ich habe schon ein paar Teile. So ein paar Bling-Bling-Sachen, AliExpress-mäßig, ein paar günstige Sachen, aber da wird auf jeden Fall noch viel Geld reinfließen und das ist so mein Problem. Vor allem Motor, also sie läuft direkt an, sie hat wunderbar Leistung, also so wie noch nie. Aber einfach die Motorlage, man merkt schon richtig, dass das Ding nur noch vibriert und nur noch vor sich her scheppert. Und es macht halt echt keinen Spaß, also die wird auf jeden Fall zerrupft. Dann werden die Felgen neu lackiert oder gepulvert, meine ich. Da wird dann alles wieder 1A gemacht. Ich kann euch ja mal kurz ein paar Teile zeigen. Ich zeige euch nicht alle, weil das wird ja dann auch ein Video. So, hier ein paar Sachen. Weiß ich gerade selber nicht mehr wirklich, was das alles ist, aber ja, Luftfilter auf jeden Fall, da kaufen wir nochmal ein paar, weil ja, das ist schon ein bisschen Mangelware bei mir. Ein neuer Ständer, halt lauter eloxierte Sachen und
Lager, Schwinglager, das ganze Zeug, Lenkkopflager. Werden wir dann alles zusammen verbauen. Bin ich mal gespannt, wie das dann alles aussieht. Sieht wahrscheinlich dann nicht so geil aus, wenn der Rest noch nicht gerichtet ist, aber ja, scheißegal. Ganz ehrlich, von mir aus kann das Zeug ein bisschen verkratzt sein, das juckt mich echt gar nicht. Das Ding wird benutzt. Von dem her, bei mir muss das nicht perfekt sein. Hier noch ein Plastiksatz zum Enduro-Fahren, einen schwarzen. Da kommt dann auch ein Dekor drauf wahrscheinlich. Ja, das wird richtig nice. Aber ja, wird wahrscheinlich noch dauern, weil geldmäßig. Also Motor, ich fahre den jetzt so lange, bis wirklich was flöten geht. Und dann wird der Motor gemacht. Bloß mit welchem Geld halt. Das ist echt, da fließt dann auch wieder. Das werden dann schon mindestens 1000 Euro mit Kupplung, alles Mögliche. Vielleicht finde ich da noch einen Sponsor, der mir hilft. Aber ja, jetzt ist das erstmal nicht möglich. Und sie läuft ja noch. Zwar nicht schön oder zwar nicht sauber, aber Leistung hat sie. Und das, ja, man hört sie ja teilweise in den Videos, wie sie vor sich her scheppert und so. Ist einfach durch die defekten Lager. Bekommt einfach der Motor seine Unwucht und alles vibriert und alles scheppert. Das sollte natürlich so nicht sein. So, ja, die DT, die steht nicht hier. Die steht bei meiner Mom. Und das Wetter natürlich wieder. Arschkalt. Arschkalt. Kann man wieder nicht fahren. Das kotzt mich schon wieder an. Ich will einfach nur wieder die XC fahren. Das ist einfach, das nervt mich so krank. Das ist echt nicht normal. Und ich habe da schon wieder richtig Bock drauf, da alles wieder richtig tipptopp zu machen. Das wird einfach, das wird eine geile Videoreihe, würde ich jetzt sagen. Also, End von der Geschichte. Ich werde sie nicht verkaufen. Die wird wieder komplett hergerichtet. Und dann muss ich mir noch was überlegen, weil wenn die dann wieder richtig schön hergerichtet ist, dann brauche ich mit der nicht mehr Enduro fahren. Das wäre einfach zu schade, weil sonst sieht die nach zweimal Fahren wieder genauso aus. Und das wollen wir ja nicht. Und falls ich die DT verkaufe, ja, da wird dann das Geld auf jeden Fall in die EXC investiert. Ich weiß noch, damals, da hat mir einer, glaube 350 Euro gespendet im Livestream. Junge, habe ich mich da gefreut, das war echt wie, das war wie Weihnachten. Das, dann auch direkt Teile gekauft, alles mögliche für 350 Euro und dann war ich, da war ich echt richtig zufrieden. Also das war schon ein geiles Gefühl. Ich habe auf jeden Fall vor, die nächste Zeit oder demnächst da wirklich die schönste 2011er EXC draus zu machen. Vielleicht vom Zustand her nicht die beste, weil die Handguards, die lasse ich einfach dran, weil ganz ehrlich so, Ranz ist Glanz, kann man einfach so sagen. Von mir aus kann das so bleiben, mir macht das nichts. Reifenlager hier. Hey Junge, wo sind die Teile? Ah, hier. Ja, mein alter Dekorsatz. Da werde ich mir auf jeden Fall noch irgendwas einfallen lassen, weil der ist ja gekauft von Tri-Lee Designs von Motostyle Mix. Ich finde den ja schon ziemlich geil mit dem Fox-Dekor oder mit dem Fox-Dekor. Und ich werde mir dann wahrscheinlich irgendwie einen Designer suchen, der mir, sagen wir mal, sowas Ähnliches macht. Nur dann mit den Sponsoren, die ich will, dass es einfach richtig schick aussieht. Weil ich finde die Farben und ich finde weiß, blau, schwarz, finde ich einfach eine geile Kombi. Ja, meine Felgen habe ich damals auch selber lackiert. Das war echt ein Act, also abkleben und so. Also am Anfang waren die echt richtig schön. Nur irgendwann durch die ganzen Steinschläge und so war das dann nicht mehr so. So schön, weil es war halt auch Baumarktlack und das Ritzel, man sieht ja auch, also keine Ahnung, sowas würde ich jetzt nie wieder machen, aber man hatte einfach wenig Geld damals mit 16 oder 17, deswegen da hat man das so gemacht, keine Ahnung. Ja, da ist mein Vorderrad. Das Vorderrad ist ein bisschen schöner, aber durch das Hinterrad, das Weiße hat ziemlich gelitten durch meine Kette, also das, da ist Dreck dran, den bekommt man gar nicht mehr weg. Egal. Das werdet ihr dann alles noch sehen. Ja, ein bisschen langweilig das Video wahrscheinlich, aber auf dem Bike kann ich es gerade nicht drehen und es ist, glaube ich, schon geiler, wenn man das Bike vor sich hat. Und jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie am Arsch oder wie verranzt das Ding eigentlich ist. Bevor ich Enduro gefahren bin, da waren auch schon ein paar Teile. Ich bin halt wirklich nur gefahren. Ich bin so viel gefahren. Das Ding hat, wie viele Stunden? 600 Stunden oder mehr drauf, also das ist schon brutal. Ich kenne keine 125er XC, die mehr hat. Und vor allem war mein Tacho teilweise noch aus. Da muss wieder viel Liebe reingesteckt werden. Werden wir auf jeden Fall machen. Ich brauche bloß echt Unterstützung, vielleicht von Sponsoren oder sonstiges. Weil allein wird es finanziell schon schwer.
Ihr könnt euch verabschieden von der XT. War eine lustige Zeit, aber naja, ich hoffe, der kann sie gut gebrauchen. Es geht eigentlich noch alles. Tacho geht, der Starter geht. Motor ist halt echt Gulasch. Vergaser, gut, hier liegt jetzt alles schon so lange rum, das sieht nicht mehr gut aus. Muss man halt reinigen und so, aber ja. So, wie man hört oder sieht, läuft es auch direkt an. Das ist halt schon mal echt geil. Ich habe absolut keine Ahnung, was das so scheppert. Ich habe schon versucht, Kickstarter festzuheben, den Trümmerschutz, die Fußrasten, alles Mögliche, was sich bewegt, Kühlerschutz, aber nichts davon war's. Das geht mir echt auf den Sack, also das muss auf jeden Fall verschwinden. Wird es dann wahrscheinlich auch durch die neuen Motorlager. Ich meine, der hat schon extreme Vibrationen, wenn man jetzt Gas gibt und man fühlt einfach am Kopf oder so, dann merkt man schon, ja, Kurbelwellenlager ausgeschlagen oder irgendwas, also keine Ahnung. Wird ja alles neu gemacht, dann wird es hoffentlich weg sein. Ja. Der gute alte Schlüssel. Das wünschen sich ja viele, die eine XC haben, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das funktioniert. Ja, die XC ist weg. Der Kollege war gerade da. Die werde ich jetzt so schnell nicht mehr sehen. Schon mal gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Also, fragt auf jeden Fall mal, oder was heißt fragt, schreibt in die Kommentare, was ich mit der XC noch so groß machen soll. Klar, Supermotorstrecke und so, fahren auf der Straße geht gerade nicht, aber... Ja, das wisst ihr alles. Bei den nächsten Vlogs, da geht's ja wieder weiter mit meinem Strafverfahren. Schreibt in die Kommentare und man sieht sich dann im nächsten Video wieder auf der DT. Und demnächst kommen dann auch mal wieder ein paar Wheelies, ein paar Training, Wheelie-Training-Videos mit der XC und dann geht's wieder ab. Also haut rein!